reines Elektrofahrzeug, das ist im Moment für mich noch nicht so das, was ich mir zulegen möchte. Ich möchte vielleicht eher einen normalen Hybriden erstmal fahren. Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. In diesem Video soll es darum gehen, sich ein gebrauchtes Elektro- oder Hybridauto zu kaufen. Wir bekommen immer wieder Kommentare unter unsere Videos. Ist ja alles schön und gut mit der Elektromobilität, aber kann sich kein Mensch leisten. Und ich möchte euch heute mal zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, für unter 10.000 Euro ein Elektro- oder ein Hybridauto zu kaufen. Ich freue mich darauf, mit euch jetzt mal einen Walkthrough zu machen, durch die Möglichkeiten, sich ein gebrauchtes Elektro- oder Hybridfahrzeug anzuschaffen. Dabei werden wir ein Portal benutzen, das ihr sicherlich alle kennt, und ich möchte auch hier wieder ganz deutlich vorab sagen, dass ich für dieses Video kein Geld bekomme, dass wir grundsätzlich kein Geld bekommen, auch keine anderen Vergünstigungen oder irgendwelche anderen Zuwendungen, und wir das alles hier eigentlich nur machen, um euch das zu verdeutlichen, wie ihr vorgehen könntet. Okay, dann schauen wir mal jetzt rauf. Ich habe also diese Webseite von diesem Portal hier mal geöffnet. Bitte lasst euch nicht irritieren, dass hier jetzt außenrum auch immer Werbung noch erscheint von anderen Anbietern. Das kann ich leider nicht verhindern. Und ihr seht, ich gebe jetzt erstmal ein, wo ich etwas suche. Ich nehme mal hier Berlin, und da könnt ihr sehen, im Moment sind wir bei knapp 77.000 Angeboten, aber wir wollen natürlich was ganz Spezielles haben. Wir gucken jetzt mal nach reinen Elektrofahrzeugen, und wir werden auch einen Maximalpreis von 10.000 Euro festlegen. Das habe ich jetzt hier mal gemacht. Die Kilometeranzahl soll erstmal beliebig sein, und ihr seht, es sind 27 Angebote übrig geblieben, und wir gucken jetzt mal in diese Angebote rein. Natürlich erscheinen jetzt hier auch Angebote von Händlern. Da dürfen wir uns jetzt nicht durcheinander bringen lassen. Gucken wir mal, was wir da so alles finden. Es geht also los hier, wenn wir jetzt mal das klassische Elektroauto nehmen, mit einem Smart für knapp 8.000 Euro. Der, schauen wir mal, ob wir das irgendwo hier sehen können. Entschuldigung, ich muss mal noch ein bisschen rollen hier. 51.000 Kilometer runter hat, von 2013 kommt, unfallfrei ist, wenn das alles stimmt, was hier steht. Ja, wer so ein Smart schon mal gefahren ist, der weiß, dass das Fahrzeug wahnsinnig viel Spaß macht und auch wirklich alltagstauglich ist, gerade vielleicht so für den urbanen oder suburbanen Bereich. Dann haben wir hier für knapp 10.000 Euro eine Renault Zoe, eine R240 von Baujahr 2016. Das ist also noch eine Zoe mit dem kleinen Akku, und die soll hier knappe 10.000 Euro kosten. Bei der Zoe müsst ihr mal darauf achten, hier kommt in den allermeisten Fällen noch die Batteriemiete dazu. Es gibt ganz wenige Fahrzeuge, bei denen die Batterie im Kaufpreis inbegriffen ist. Wenn das der Fall ist, müsst ihr euch bitte ganz genau nach den Bedingungen erkundigen. Renault Zoe, Renault Twizy ist natürlich dabei. Was jetzt hier der Skoda zu tun hat, das weiß ich nicht. Und dann kommen wir hier auch zu so einem Fahrzeug für 2.000 Euro, nämlich einem City-L. Wer das City-L noch nicht kennt, ich würde jetzt beinahe sagen, der hat das Leben verpennt. City-L ist also ein einsitziges Elektro-Dreirad, was ursprünglich in den 80er Jahren mal in Dänemark entwickelt wurde, und basiert im Prinzip aus einer Schale, in der man drin sitzt, und einer Oberschale, die man aufklappen kann. Das könnt ihr vielleicht so an diesem Bild hier ein bisschen erkennen, wenn er das denn dann mal öffnen würde. Ich versuche es nochmal. Macht er im Moment leider nicht so, wie ich das möchte. Jedenfalls kann man da als eine Person drin sitzen, und es gibt verschiedene Ausführungen von dem CTL, mit 45 oder auch mit knapp 55 km/h. Und ja, dann kann man da mit regengeschützt durch die Gegend flitzen. Man hat natürlich überhaupt keinen Komfort in diesem Fahrzeug. Aber wer einfach nur für wenig Geld ein Elektromobil haben möchte, mit dem er ein paar Kilometer zur Arbeit und zurückfahren kann, der ist damit sicherlich ganz gut aufgehoben. Ihr müsst aber bedenken, das ist wirklich eher was für Bastler. Es ist kein Fahrzeug, was dem Qualitätsanspruch eines Smart oder einer Zoe oder ähnlichen Fahrzeugen entspricht.
Okay, dann schauen wir mal, was es denn dann sonst noch so gibt. Okay, sind wir wieder zurück bei den Angeboten für Elektrofahrzeuge bis 10.000 Euro. Wir hatten das CityL gesehen. Und dann kommen natürlich noch Twizys, so im Bereich ab 4.500 Euro, 5.500 Euro, 6.000 Euro. Jede Menge Twizys dabei. Was auch schön ist, was dabei ist, ist hier so ein Mitsubishi iMIV. Wer in den Bereich der E-Mobilität einsteigt, der hat sicherlich schon mal was von den Drillingen gehört. Das waren also die Fahrzeuge basierend auf dem Mitsubishi iMIV. So im Bereich 2012-13 sind die auf dem Markt gewesen. Es war das erste Großserien-Elektrofahrzeug mit 20.000 Stück immerhin. Ich durfte auch einen mal 5 Jahre fahren. Der sah auch genauso aus wie der hier, nämlich in Weiß. Und der muss jetzt nicht unbedingt jedem gefallen, so was so die Optik angeht, aber der ist einfach unglaublich praktisch. Gerade so im Stadtverkehr, denn er ist von den Abmaßen her sehr klein, er ist vor allem sehr schlank, hat eine riesengroße Heckklappe, hat 5 Türen, man kriegt unheimlich viel rein und eigentlich unverwüstlich. Man darf auch in dem Fahrzeug keinen großen Komfort erwarten. Der hat Heizung, der hat Klimaanlage, der hat Servolenkung, der hat ABS und solche Geschichten. Er hat natürlich keinerlei irgendwelche modernen Fahrerassistenzsysteme. Aber wer einfach nur wirklich komfortabel elektrisch von A nach B fahren will und so ungefähr, sagen wir mal, 60 bis 80 Kilometer pro Tag fährt, der wird mit dem Fahrzeug auch im Winter überhaupt keine Probleme haben. Er hat einen CHAdeMO-Anschluss, der ist also an CHAdeMO auch schnellladefähig. Ist also durchaus wert, sich dieses Fahrzeug mal anzugucken. Er ist vor allem durch die große Frontscheibe sehr, sehr übersichtlich. Wir hatten wirklich 5 Jahre ganz großen Spaß, dieses Fahrzeug zu fahren. Also, da sind dann doch einige Angebote dabei. Wer also, und hier, wie gesagt, das Ding soll 7.000 Euro kosten, Verhandlungsbasis, der findet hier durchaus einige Angebote. Es sind auch noch eine Zoe dabei und eine Mia ist dabei. Also guckt euch das einfach mal an. Es gibt zwar leider, wie ja ursprünglich versprochen oder mal angekündigt, keine Kaufprämie für gebrauchte Elektrofahrzeuge, was ja schade ist. Ich habe noch mal extra vorhin in dem Klimapaket der Bundesregierung nachgeschaut. Wir haben dieses auch verlinkt und wir können euch auch mal als Screenshot mal den Passus einblenden für die Förderung von Elektrofahrzeugen. Da ist von Gebrauchtfahrzeugen leider nicht die Rede, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ich denke, wer zum Beispiel für 7, vielleicht 6.500, 7.000 Euro so ein iMIV kauft und dann mit den geringen Unterhaltskosten, der braucht eigentlich auch wirklich keine Förderung mehr. Das wäre fast schon übertrieben und überfördert. Okay, dann würde ich sagen, können wir als Fazit also feststellen, es gibt durchaus Elektrofahrzeuge deutlich unter 10.000 Euro, wo ihr euch umgucken könnt. Lohnt sich, sich die ganze Sache mal anzugucken. Jetzt ist es ja so, natürlich berichten wir hier im Kanal sehr intensiv über Elektrofahrzeuge. Mir ist aber auch selber bewusst, viele von euch, die haben welchen Grund auch immer zu sagen, reines Elektrofahrzeug, das ist im Moment für mich noch nicht so das, was ich mir zulegen möchte. Ich möchte vielleicht eher einen normalen Hybriden erstmal fahren, vielleicht um mich in diese Thematik E-Fahrzeug reinzuarbeiten. Oder weil euer Fahrprofil ist oder weil ihr als Mieter oder Wohnungseigentümer im Moment noch überhaupt keine Chance seht, eine Ladestation für euch zu bekommen, weil ihr sagt, ihr wollt nicht auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen sein, ihr wollt trotzdem ein umweltfreundliches, sparsames Fahrzeug haben, dann kommt vielleicht doch nochmal als Zwischenschritt ein Hybride in Frage. Dann gucken wir uns doch jetzt mal an, was es denn da für Angebote gibt. Ich werde jetzt mal ganz bewusst nur Benzinhybride hier besprechen und keine Dieselhybriden. Es gibt auch Dieselhybriden, die gab es mal zum Beispiel von Citroën und Peugeot. Das sind aber überwiegend Euro 5 Diesel und die Euro 5 Debatte, Diesel Euro 5 Debatte, die möchte ich euch hier nicht irgendwie an den Hals hängen. Wem das egal ist, der kann natürlich auch gerne mal bei den Dieselhybriden gucken. Wir werfen jetzt allerdings mal einen Blick auf die Hybriden. Und hier bei den Hybriden haben wir auch, wie gesagt, haben wir 43 Angebote. Wir bleiben mal bei den 10.000 Euro und gucken mal, was dann dort entsprechend angeboten wird. Und wie nicht anders zu erwarten, beginnt die Liste der Hybriden gleich mit dem Klassiker, nämlich mit dem Toyota Prius 2. Hier mal ein Händlerangebot für knapp 5.800 Euro, 160.000 Kilometer, Baujahr 2006. Generell werdet ihr jetzt auch gleich sehen, dass gerade die
Hybriden von Toyota sehr hohe Laufleistungen haben, teilweise über 250.000 Kilometer Laufleistung, so wie ihr das hier auch schon bei dem nächsten Angebot sehen könnt. Hier zum Beispiel guckt euch das an, 275.000 Kilometer. Man muss allerdings dazu sagen, dass ihr gerade bei Toyota-Fahrzeugen, auch das keine Werbung, sondern einfach nur Erfahrung und Lesen in Foren, mit dieser hohen Laufleistung das Hybridsystem bei Toyota überhaupt keine Probleme hat. Es gibt ganz vereinzelte Ausfälle, allerdings gibt es viele, die in Toyota Hybrid schon 300, teilweise 400.000 Kilometer gefahren sind, Taxifahrer und das Hybridsystem immer noch einwandfrei funktioniert. Liegt auch ein bisschen daran, dass die Batterie nur in einem sehr kleinen Fenster genutzt wird. Okay, zurück zu den Angeboten. Also, Einstieg 3.200 Euro von einem Privatanbieter hier aus Berlin, 275.000 Kilometer in Weiß. Das nächste wäre zum Beispiel hier ein Honda Civic, den hole ich euch mal ein bisschen näher. Das ist auch ein Hybride, den aus der Zeit so 2009, 2010, 2011 hat auch kaum einer auf dem Schirm gehabt. Das war sicherlich auch ein Fahrzeug, was für seine Zeit irgendwie so ein bisschen zu früh da war. Es ist ein Mild-Hybrid. Das bedeutet, dieses Fahrzeug kann nicht rein elektrisch fahren, sondern der Elektromotor, der Elektroantrieb, der sich aus Bremsenergierückgewinnung speist, unterstützt den Verbrennungsmotor beim Fahren. Das ist hier dieser Civic, das ist hier eine Limousine. In dieser Honda Civic optisch finde ich ihn eigentlich auch ganz gelungen. Und wie gesagt, das ist ein Fahrzeug, was ihr durch dieses Hybridsystem also auch schon mit unter 5 Litern in der Stadt fahren könnt. 3.000, hier knappe 4.000 Euro soll dieses Fahrzeug kosten. Alle Angebote übrigens, die ich jetzt hier mal aufrufe, sollen euch das alles nur veranschaulichen. Ich kenne kein einziges dieser Angebote. Das heißt, das ist alles wirklich nur zur Verdeutlichung. Noch ein Honda Civic Hybrid für 5.000 und dann zum Beispiel hier wieder ein Toyota Prius, noch ein Honda Civic. Hier ist sogar mein Auris dazwischen. Wir sind jetzt schon bei knapp 7.000 Euro. Hier ein Toyota Prius 3 mit 191.000 Kilometern für 7.000 Euro. Und das Fahrzeug wollte ich euch hier jetzt, sind zwei, die ich euch jetzt noch unbedingt noch schnell zeigen wollte. Nämlich der Honda Insight. Der Honda Insight, dieser hier zumindest, Baujahr 2009. Das war damals die direkte Konkurrenz zum Toyota Prius 2. Wurde betitelt als der günstigste Hybrid, war tatsächlich immer etwas günstiger in der Anschaffung als der Toyota Prius, hat auch aber allerdings ein etwas vereinfachtes Hybridsystem, also ohne Lastpunktverschiebung und Energiegewinnung nur durch Bremsenergierückgewinnung. Auch der kann das Fahren unter dem Benzinmotor entsprechend unterstützen. Gut. Da ist er, ist eigentlich von der Form her, finde ich, recht gefällig und hat auch ein sehr interessantes Dashboard. Und das letzte Fahrzeug, was ich euch jetzt noch schnell zeigen möchte, ist der Honda CRZ, glaube ich, heißt der Hybrid. Der kam zur gleichen Zeit extra etwa auf den Markt wie der Honda Insight. Muss ich mal runterrollen. Ja, für alle, die ein etwas sportlicheres Hybridfahrzeug haben wollen, können ja mal einen Blick werfen auf den Honda CRZ Sporthybrid. Den habe ich hier gefunden, den zeige ich euch jetzt nochmal. Basiert auf der gleichen Technik wie auch der Honda Insight, das heißt, es ist ein Mild-Hybrid. Der Elektroantrieb unterstützt also hier auch den Verbrennungsmotor. Nein, eine Umfrage wollen wir jetzt nicht mitmachen. Gucken wir uns mal das Fahrzeug an, dann seht ihr, der ist schon eigentlich von der Optik her ganz ansprechend. Ja, kommt mit einer recht bulligen Front hier. Das Foto ist irgendwie unscharf. Geh mal ein Bild weiter. So. Und ja, ich finde, der macht schon optisch ein bisschen was her. Man muss das nicht mögen, aber wer sowas mag und das Ganze dann auch noch als Hybrid. Das ist schon was, bisschen was Besonderes. Also ich denke mal, das macht bestimmt auch Spaß, diesen Wagen zu fahren. Ich bilde mir ein, gehört zu haben, dass der jetzt nicht so die wahnsinnigen Fahrleistungen hat, aber immerhin, ich finde, das ist durchaus was Spannendes, das Ganze hier für 7.200 Euro. Also, ihr könnt auch an diesen paar Beispielen sehen, es gibt durchaus im Bereich der Hybriden
auch einiges an gebrauchten Fahrzeugen natürlich, die erschwinglich sind. Wir kommen da zum Teil sogar deutlich unter die 10.000 Euro. Hier könnt ihr auch nochmal zum Beispiel sehen, auch nochmal so was ganz Außergewöhnliches, nämlich ein Volkswagen Jetta Hybrid für 9.000. Etwas, was man auch selten sieht, den zeige ich euch jetzt auch nochmal in der Hoffnung, dass es einigermaßen fix aufgerufen wird und ihr nicht so lange auf die Bilder warten müsst. Ein Fahrzeug, von dem kaum einer weiß, dass es überhaupt mal existiert hat, ist also im Prinzip ein Golf mit als Limousine, der Jetta, und hier eben mit Hybridtechnik. Ihr könnt auch mal bei YouTube gucken, da gibt es auch zu diesem Fahrzeug das ein oder andere ganz interessante Video, wie das Hybridsystem funktioniert. Und das finde ich einfach spannend, dass im Hybridbereich auch einige Fahrzeuge da sind, die man so überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat. Ihr seht also, oder das war jetzt so ein bisschen die Idee bei diesem Video, und meine Hoffnung, dass wenn ihr darüber nachdenkt, euch ein Elektrofahrzeug oder ein Hybridfahrzeug zuzulegen, guckt bitte einfach auch wirklich mal bei den Gebrauchten. Da sind eine Menge Angebote, die für euch, die auf euch warten. Hat auch einen gewissen natürlich ökologischen Vorteil, wenn ein Elektroauto möglichst lange gefahren wird, heißt also auch in zweiter oder vielleicht sogar in dritter Hand. Das soll es auch von mir schon an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, es war für euch ein bisschen was Interessantes dabei. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, auch ein Like da lasst. Und wenn ihr immer informiert sein wollt, wenn ein neues Video von uns kommt, dann drückt einfach auf die Glocke. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.